Häufig sieht man Triathleten und Schwimmer, die schon nach kurzer Zeit aus der Puste sind. Die schwimmen 50 Meter Kraul und müssen am Beckenrand erstmal anhalten und kräftig durchatmen. Das hat natürlich überhaupt nichts mit der generellen Fitness oder der Ausdauer zu tun. Die habt ihr alle. Es ist eine technische Geschichte. Häufig kommt es dazu, dass man gerade am Anfang nicht komplett ausatmet, aber man muss die Lunge richtig leer machen, um dann wieder zügig einatmen zu können. Gerade am Anfang, wenn man das Kraulschwimmen lernt, ist es wichtig, sich mit der Atmung auseinanderzusetzen. Kräftig, zügig einatmen, unter Wasser wieder ausatmen, bringt das Wasser ruhig mal zum Blubbern. Macht das auch auf der Stelle, bis ihr damit richtig sicher seid. Auch beim Brustschwimmen könnt ihr gezielt auf die Atmung achten. Kräftig einatmen, ins Wasser, das Wasser zum Blubbern bringen. Ja, und zwar richtig lange, sodass die Lunge auch wirklich leer ist und ihr wieder Platz habt für neuen Sauerstoff. Eine gute Übung, das Atmen beim Kraulschwimmen zu üben, ist am Beckenrand. Eine Hand liegt auf dem Beckenrand und ihr schwimmt mit dem anderen Arm und dreht dabei jeweils den Kopf zur Atmung. Macht das ganz ruhig und ganz bewusst und wieder kräftig ins Wasser ausatmen. Das könnt ihr auch wieder in beide Richtungen machen. Wechselt euch ab, nach rechts, nach links. Lasst euch Zeit dabei, macht es langsam und achtet dabei auf die Atmung.